Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Gartenfans und Gartenfans, die es noch werden wollen. Ich begrüße Sie recht herzlich auf dem Petit Fleur in Hockenheim, auf dem Landesgartenschaugelände in Hockenheim. Der Petit Fleur findet vom 25.05. bis zum 28.05. im Gartenpark statt. Öffnungszeiten von morgens 10 bis abends 18 Uhr. Außer freitags von 13 bis 18 Uhr. Wir haben dieses Jahr viele tolle neue Aussteller, viele tolle neue Sachen und ein tolles Rahmenprogramm. Am Sonntag tanzt die Ballettschule Janeska aus Hockenheim und nachmittags die Big Band des Alfred Grossers Gymnasium in Bad Bergzabern. Den Sonntag sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Da findet nachmittags um 13 Uhr Jean Jollet, ein Ausnahmekünstler aus der Pfalz, hier auf der Bühne ein neues Programm, eine tolle Lieder. Er wird Sie auch durch den Park begleiten. Es gibt viele Workshops. Der NABU zum Beispiel ist dieses Jahr dabei mit einer Aktion für die Kinder. Es ist ein Bienenimker dabei, auch mit einer Aktion für Kinder. Sie können bei uns Dekos für ihren Tisch erwarten. Sie sehen, wie man das veranstaltet, Sie sehen, wie man das herstellt. Viele, viele tolle Programme und so wie wir heute von unserem Wettergott erfahren, auch ein ganz tolles Wetter. Ich lade Sie herzlich ein, besuchen Sie uns. Viele Bäume, schöne Sitzplätze finden Sie hier im Gartenschaupark. Es wird hoffentlich für uns alle ein tolles Wochenende. Herr Mock, können Sie mir sagen, was Ihre Aufgabe hier auf der Petit Fleur ist? Also ich fahre von Depot zu Depot und hole die Pflanzen ab, die die Kunden kaufen und werden dann hier abgestellt und dann geht es hinten ins Pflanzendepot. Dort können Sie alles wiederholen. Also das heißt, die Menschen müssen ihre Pflanzen hier nicht rumtragen, sondern Sie machen das für Sie? Das mache ich. Das ist ein Service. Ah, wunderbar. Hier noch einmal die Adresse. Hockenheim Gartenschaupark, Dresdner Straße, Park Kindergarten, ist die zweite Kasse. Wir haben aber auch eine Kasse in der Nähe des Bahnhofs. Vom Bahnhof bis hierher haben Sie 5 Minuten Fußweg. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen. Wir bieten auch noch für unsere Besucher, dass niemand seine vielen Einkäufe schleppen muss, einen Shuttle-Service. Das heißt, Sie können an jedem Stand, an dem Sie Ihre Ware kaufen, auch diese Ware stehen lassen. Es wird mit unserem Auto direkt zu Ihr Auto gefahren, zum Pflanzendepot. Dort können Sie direkt mit dem Auto hinfahren und können es einladen. Unsere Jungs, unser Team, die jetzt bereits bei dem Aufbau sind und fleißig helfen, die können Ihnen auch helfen, Ihre Einkäufe ins Auto zu laden. Sie müssen sich nur melden. Liebe Besucher, weitere Infos erhalten Sie unter unserer Webseite www.schirmer-petite.de. Auch auf der Homepage der Stadt Hockenheim finden Sie unter Veranstaltungen gewisse Informationen. Auf unserer Internetseite finden Sie einen Lageplan, finden Sie das komplette Rahmenprogramm. Die Eröffnung wird am Donnerstag durch OB Gummer hier auf der Bühne veranstaltet. Ich freue mich, den ganzen Stadtrat und auch die Parkanlagen GmbH hier herzlich begrüßen zu können. Ich möchte mich vor allen Dingen bei dem Bauhof
und dem Herrn Degen bedanken für die Hilfe. Seit 7 Jahren sind sie sowohl als Mitarbeiter fast auch als Helfer auf unserer Seite. Auch möchte ich mich gerne bedanken für den geschiedenen OB, Bürgermeister Herrn Zimmermann, Werner Zimmermann, der uns immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht. Und bedanken möchte ich mich auch beim Herrn Seiler wieder für die Bereitstellung des Parkplatzes. Dort können unsere Besucher direkt am Kreisel parken. Und zwar ist es bei der Mercedes-Benz in der Dresdner Straße. Dort ist ein großer Parkplatz für die Besucher. Und auch vor dem Gelände findet sich ein großer Parkplatz. Zu unserem Rahmenprogramm haben wir noch einen Baumpflegeschnittkurs, verschiedene andere Dinge noch. Ich denke, es ist für Sie alle etwas dabei. Hier ganz stark am Aufbauen, Klaus Götz, Natur pur aus Kuhhardt in der Pfalz. Sie haben hier starke, tolle, große Möbel. Es gibt aber die Möglichkeit, dass der Kunde die nach Hause gebracht bekommt? Ja, ganz klar. Also es wird ausgeliefert, je nachdem, wie weit es ist. Wenn es in der Region ist, ist es auch im Preis mit dabei. Gibt keine Extrakosten. Das finde ich ein toller Service. Dankeschön. Bitte schön. Mein Name ist Oliver Rasch. So, TV Überregional ist jetzt hier unten an der ganz wichtigen Stelle. Ich habe gehört, Firma Palatina oder Restaurant Palatina? Es ist Hotel Palatina Neustadt und wir haben dann unsere Ausstellung des Palatina Catering, mit dem wir hier in der ganzen Region unterwegs sind. Also Hotel Palatina aus Neustadt? Hotel Palatina aus Neustadt an der Weinstraße, genau. So, und ihr versorgt jetzt hier die zig 10.000 Menschen, die vorbeikommen. Was gibt es denn im etwa zu essen? Also wir haben innovatives Essen, dann dem Wetter entsprechend, wo man natürlich schönes Wetter fürs Wochenende erwarten. Wir haben Kammbraten, wir haben Caesar Salad, wir haben Burger, wir haben Pulled Pork, also richtig leckere Sachen, wo es sich rentiert vorbeizukommen bei uns. Pfälzer Spezialitäten? Das auch unter anderem, ja. Wie den Kammbraten ist natürlich auch so eine Pfälzer Spezialität. Und den in verschiedenen Varianten, dass für jeden Geschmack was dabei ist, mit Salat, mit Pommes frites oder auch im Brötchen. Und Sie sind ja auch hier zum Bewirten? Wir sind alle hier vor Ort, um zu wirten mit über 15 Mann, um auch zu gewährleisten, dass alle rechtzeitig was zu essen bekommen. Noch eine kurze Frage, gibt es auch spezielle Kinderteller? Also spezielle Kinderteller haben wir nicht, aber wir haben dann auch von den Portionsgrößen her, können wir da ein bisschen was anpassen und haben auch auf jeden Fall Pommes vor Ort, dass die Kinder glücklich werden. Gibt es auch irgendwelche Sachen für Allergene oder irgendwelche Personen, die beim Essen Probleme haben und nur Spezielles was essen können? Also natürlich nehmen wir da auch schon Rücksicht drauf, auf die Allergene, die sind bei uns auch alle gekennzeichnet auf den Speisekarten. Und natürlich ist unser geschultes Servicepersonal bzw. die Köche auch vor Ort, die dann gerne die Gäste beraten und dann auf die Allergene bzw. die Allergien eingehen. Okay, Herr Rasch, dann bedanke ich mich mal recht herzlich für das Interview. Na dann mal, guten Appetit und viel Erfolg die Tage hier. Vielen Dank. Hallo liebe Besucher, ich möchte Ihnen gerne hier unseren Unterstützer seit Jahren, und zwar seit Anbeginn des Petit Fleurs, und zwar ist es der Globus in Hockenheim. Der hat hier im letzten Jahr diesen Kräutergarten angelegt, den können Sie gerne besuchen. Sie finden hier alles. Gleichzeitig können Sie in dem Zelt des Globus Kräuter und Obst kaufen. Sie wissen ja, eine besondere Frische im Globus und können sich dort gerne mit den Herren unterhalten. Als weiterer Unterstützer möchte ich mich bedanken bei der Sparkasse Rhein-Neckar, also Hockenheim, und zwar dem Herrn Fissel. Ich bedanke mich auch für die jahrelange Hilfe und Unterstützung und die Stadtwerke mit Frau Schleicher und Herrn Metzler. Ohne die
liebe Besucher, hätten wir hier keinen Strom und kein Wasser und Sie bekämen nichts zu essen und nichts zu trinken. Liebe Besucher, was Sie hier finden in dem von dem Globus angelegten Kräutergarten mit seinen Unterstützern der Firma Müller aus Bammeltal und der Firma Happy Green, die haben diesen Garten hier mit angelegt. Hier finden Sie Currykraut oder Rosmarin. Riechen Sie, es ist ein Traum. Kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns, erholen sich hier Erfahrungen, interessante Geschichten zum Beispiel erleben Sie hier am Donnerstag und zwar nachmittags ab 15 Uhr finden hier in Globus Kräutergarten Kräuterpädagogen, die Ihnen sagen, was ist mit unseren Kräutern grün, grün, grün und wie gesund und so weiter. Unsere offizielle Eröffnung ist am Donnerstag ab 11 Uhr, aber der Markt öffnet jeden Tag ab 10 Uhr. Hallo liebe Besucher, und hier finden Sie einen besonderen Stand, die Firma Lemo. Und mit diesem kleinen Allium, einem Purple Sessions, ein Traum in diesem Jahr, wir haben ihn selbst im Garten, empfehle ich Ihnen jeden, kaufen Sie sich hier Ihre Zwiebeln, Ihre Knollen, was Sie brauchen. Sie finden in diesem Falle wirklich tolle Sachen, die ich selbst zu Hause in meinem Garten habe. Die können Sie auch, wenn Sie wollen, uns besuchen. Am 25.06. haben wir durch den Gartenbauverein offene Gärten in Pfalz und Elsass.de. Wir wohnen in dem schönen Bellheim. Liebe Besucher, was denken Sie, was das gibt? Das Ergebnis sehen Sie, wenn Sie auf die Veranstaltung Petit Fleur kommen. Hallo liebe Besucher, jetzt ist noch leer, aber ich denke, bis zum Donnerstag ist alles voll und ich hoffe, dass unsere Besucher auch zahlreich kommen und unsere Gartenfans, um zu kaufen, wie hier am Stand von Kraftortzauber oder um zu sehen, wie auf der Bühne. Ich hoffe, es wird für Sie alles ein tolles Erlebnis. Ich bin Christine Petolillo vom Kraftortzauber in Jockrim. Direkt neben dem Hauptgebäude hier vom Petit Fleur ist jetzt Ihr Stand. Was haben Sie Schönes anzubieten? Ich habe Dekoration und Blumen anzubieten. Bin Gärtnerin aus Leidenschaft und mache das jetzt seit 5 Jahren. Gibt es natürlich exklusiv nur hier auf dem Petit Fleur? Ja. Gut, vielen Dank für das Interview. Gerne. Am Sonntag ab 17 Uhr hier an unserem Stand verkaufen wir an den Höchstbietenden unseren Schwenkgrill, selbst gebaut, die riesengroßen Etageren und auch die kleinen Etageren. Kommen Sie und bieten Sie am Sonntag um 17 Uhr. Petit Fleur!